Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte heute mit euch drei Produkte testen und wie ihr seht, ich bin ungeschminkt. Das heißt, es kann nur um Kosmetik gehen, was auch sonst. Ich habe hier einmal die Nabla Dreamy Palette mir bestellt. Da habe ich auch schon einen Instagram-Post zu gemacht. Also schaut gerne vorbei, wenn euch die Swatches interessieren. Und ich habe noch von Dose of Color ein Lipgloss bestellt. Und was ich noch unangetastet hier liegen habe, ist die Palette von MAC. Deswegen würde ich sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Ja, wie immer starte ich mit der Lidschattenpalette. Und hier habe ich von Nabla die Dreamy Palette. Hier ohne den Umkarton sieht das Ganze hier so aus. Finde ich richtig schön. Und ich zeige euch die jetzt mal von innen. Man hat hier oben auf der anderen Seite nochmal einen schönen großen Spiegel. Und so sieht die Palette aus. Ich finde die richtig, richtig schön. Ganz tolle Farben. Und beim Swatchen, ich habe die jetzt gerade für Instagram schon geswatcht, die Farben sind butterweich. Wahnsinnig. Und ja, damit starten wir jetzt. Was mir in der Palette fehlt, ist ein neutraler Ton, um den Concealer zu setten. Und da gehe ich einfach wieder mit dem Real Techniques Pinsel rein und sette einmal meinen Concealer. Da habe ich übrigens den, nehme ich den von Revlon momentan sehr gerne her. Ich starte jetzt hier mit dem 228 Luxe Crease Blender Pinsel und gehe in den Farbton Lullaby und gebe mir den einmal hier in die Crease und der ist schon mal sehr gut pigmentiert. Da muss man aufpassen, dass es nicht fleckig wird. Als nächstes möchte ich hier in den Farbton Senorita gehen. Das ist dieser hier. Und nehme hierfür einen flachen Pinsel, den Luxe Soft Shader 239. Und gebe mir den hier einfach mal so in die Lidfalte rein. Den finde ich auch sehr, sehr schön. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Gefällt mir schon mal richtig gut von den Farben her. Blende das Ganze jetzt noch mit dem Farbton Lullaby, den wir am Anfang genommen haben. Und ziehe den hier auch noch ein bisschen höher. Als nächstes verwenden wir diesen Ton hier und der nennt sich Metal Carpet. Und den gebe ich mir aufs bewegliche Lid. Und dann nehme ich mir hier so einen flachen Pinsel und tupfe mir den jetzt hier einfach mal so auf. Also ich finde den Farbton richtig, richtig schön und ich
Bin gerade am Überlegen, ob ich das auch einmal auf der Seite mit einem angefeuchteten Pinsel probieren soll. Das machen wir auch jetzt. Dann nehme ich mir hier einfach so ein Fixing Spray. Und dann machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Aber man kann jetzt auch schon einen Unterschied erkennen. Hier ist es angefeuchtet und hier normal aufgetragen. Weil ich aber sorgen muss, dass mir das normal aufgetragene fast eine Spur besser gefällt. Was sagt ihr dazu? Ich mache das jetzt aber auf der anderen Seite auch nochmal genauso, damit es gleich ausschaut. Dann nehme ich mir nochmal den flachen Pinsel und gehe nochmal in den Farbton Senorita. Und verblende jetzt hier oben nochmal. Das gleiche mache ich nochmal mit Lullaby. Hier auch nochmal hier oben hin. Und ich nehme hier nochmal den flachen Pinsel und gehe jetzt in den Farbton Illuminate. Nix Illuminate. Immaculate. Ja, hätte ich jetzt anders gelesen, aber egal. Und gehe da ganz leicht rein. Und gebe mir den hier oben auf. Okay, der hat einen Goldschimmer drin. Sieht sehr schön aus. Also das gefällt mir schon mal gut. Und was ich hier auch positiv finde, ich hole ich jetzt noch mal näher ran. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, die Lidschatten haben eigentlich kein Fallout, was ich echt gut finde. Also gefällt mir richtig gut. Also man könnte hier auch seine Foundation vorher machen und dann Lidschatten. So, ich mache jetzt einmal Foundation und alles soweit fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann kommen wir zum unteren Augenbereich und da nehme ich mir die 226 und gehe in den Farbton. Ja, Senorita gehen wir zuerst rein und gebe den hier unten einmal auf. Und dann nehme ich mir hier von Ceva die 230, den Luxe Pencil, das ist so ein, ja, so ein Spitzer, und gehe in den Farbton Lullaby und verblende das Ganze ein bisschen. Dann nehme ich mir hier von Love den Cold Pencil in der Farbe Nummer 120 Fail of Nude und ja, setze mir den auf die untere Wasserlinie einmal. Ja, dann sind wir mit dem Augenlook fertig und wir kommen zur nächsten Palette. Und da habe ich hier die Palette von MAC. Die habe ich mir im Dezember schon geholt. Ich weiß nicht, auf Douglas habe ich gesehen, die dunklere Variante gibt es noch. Vielleicht kann man auch die hellere Variante noch irgendwo bekommen. Ich muss echt sagen, ich habe sie bis jetzt noch nicht auf dem Gesicht getragen. So sieht das gute Stück hier aus. Und ja, ich würde sagen, wir gehen als erstes in den Bronzer und dann nehme ich mir hier so einen großen Pinsel. Den mache ich aber nochmal kurz im Töpfchen hier sauber. Ja, und dann gehen wir in den Bronzerton hier rein. Also was ich schon mal sagen kann, ist, die Pigmentierung ist sehr dezent. Also man muss den schon ein bisschen aufbauen. Aber der Farbton für meinen hellen Hautton gefällt mir gut. Ja. Ich nehme jetzt hier mal so einen, ja, ist eigentlich ein Highlighter-Pinsel.
und probiere den damit mal aufzutragen. Mit dem habe ich das Gefühl, dass ich mehr Pigment aufs Gesicht bekomme. Ja, ich würde sagen, also wenn man den jetzt so anschaut, in der Kamera wirkt er etwas dezenter sogar noch. Ja. Ah, ich finde ihn schön. Also ich muss sagen, der gefällt mir gut. Klar, man muss ihn ein bisschen aufbauen, damit es ein bisschen kräftiger ist. So wie man das halt haben möchte. Aber wenn man wirklich einen schönen, dezenten Bronzer sucht, ist der echt schön. Ja, dann nehme ich mir hier von Essence aus dieser LE, dem Pinsel, und gehe in den Blushton hier rein. Und den tupfe ich mir hier einmal so auf dem Handrücken ab. Wobei auch der sehr dezent ist. Ich glaube aber, hier auf den Lidschatten, sage ich schon, auf den Produkten ist so eine Schicht drüber. Und wenn man die erste Schicht runter hat, dann kommt auch mehr Farbe auf den Pinsel. Aber auch hier der Farbton gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann gehen wir jetzt noch in den Highlighter-Ton und den finde ich ja auch vom Design her so schön. Richtig, richtig schön. Und ich gebe mir den jetzt hier mal auf. Versuch mal so ein bisschen die erste Schicht darunter zu bringen. So schaut das schon besser aus. So, was wir jetzt noch schnell machen werden, ist den inneren Augenwinkel zu highlighten. Und dann nehme ich mir nochmal aus der Dreamy Palette hier den Immaculate, also diesen hellen Ton hier, der so einen leichten Goldeinschlag hat. Und gebe mir den hier einmal rein. Und das Ganze machen wir jetzt noch mit einem angefeuchteten Pinsel. Ja, gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal Fixing Spray drauf. Und da habe ich hier übrigens auch was Neues. Und zwar von Skinnynavia das The Makeup Finishing Spray. Ja, und das ist ja das, was auch Urban Decay im Endeffekt verwendet. Und ja, damit setze ich mir jetzt einmal mein Gesicht. Und der Nebel ist halt auch richtig schön fein, legt sich schön aufs Gesicht. Gefällt mir halt auch richtig, richtig gut. Ja, ich habe jetzt dann auch schon mal Mascara drauf. Und ich finde, das Augen-Make-up ist richtig schön mit der Palette geworden. Mir gefällt es so, so, so gut. Ja, jetzt kommen wir noch zum letzten Schritt. Und da trage ich mir einmal einen Lip Liner auf. Und das ist hier von Manhattan, der Extreme Lust Lip Liner in der Farbe... wo stehst du da? 58M. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Stück, was neu bei mir eingezogen ist. Und zwar ist es von Dose of Colors ein Produkt aus dieser Disney Collection. Und die Verpackung ist schon mal mega. Es ist ein Lipgloss in der Farbe Rockin' It. Und so sieht das gute Stück hier aus. Hier auch nochmal so kleine Mickey-Mäuse drauf. Und ja, das ist so ein schöner Nude-Ton, deswegen habe ich mir auch so ein bisschen eine farbige Base geschaffen und gebe mir den jetzt einmal auf. Was man hier auf jeden Fall sagen kann, ist, dieser Lipgloss ist sehr, sehr deckend. Und ja, gefällt mir aber richtig gut. Und zu dem Augenlook gefällt es mir auch richtig gut. Und ja, Blush, Contour oder was heißt Contour, Bronze, Highlighter gefallen mir auch sehr, sehr gut. Auch wenn es etwas dezenter ist, aber ich finde es manchmal gar nicht so schlecht, weil die meisten Produkte, die ich habe, sind doch immer so gleich so tschuk, da. Doch, gefällt mir echt gut. Ja, das ist jetzt der fertige Augenlook mit der Nabla Dreamy Palette. Und wenn ich sie mir im Spiegel anschaue, mir gefällt es so, so gut. Ganz, ganz schöne Farben. Gefallen mir richtig, richtig gut.
Und was mir halt auch gefällt, ist, wenn Palette oder Lidschatten gut pigmentiert sind und keinen Fallout haben. Das finde ich mit am besten, wenn ich so eine Palette habe. Und ja, ich finde die Palette einfach nur mega schön. Also ganz, ganz toll. Und Nabla steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Wunschliste. Und ja, die Farben sind einfach mega schön. Sie sind super gut für den Alltag geeignet. Und deswegen wird sie die nächsten Tage auf jeden Fall sehr, sehr oft verwendet werden. Ja, ich finde sie einfach richtig schön. Ich liebe sie jetzt schon. Ja, ihr Lieben. An dieser Stelle möchte ich dann das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!